So, haben wir denn alles? Wahrscheinlich nicht. Ich habe keine Mauern zum Beispiel. Das wäre schon ganz praktisch, wenn ich Mauern hätte, wenn ich vorhabe, da was abzugrenzen, ne? Also lassen wir die Fuelblocks mal hier, das Erz mal da. Nehmen dafür hier die Mauern mit. Gut. Sonst was? Treibstoff habe ich eine Menge. Gehen wir da oben raus. Wenn ich hier. Es fängt schon wieder an. Die Ölgeschichten blockieren immer den Weg. Da tänzelt ein bisschen Munition raus, aber es ist die falsche Seite. Das müsste ich eigentlich auch noch. Also ja, später. Ich muss so viele Sachen machen, aber eins zur Zeit. Und Illyrium scheint jetzt recht wichtig zu sein für den späteren Verlauf. Wobei ich die Forschung nochmal anschmeißen könnte für die Laser-Turrets. Komm. So, Angriff irgendwie irgendwo. Da ist Illyrium. Achso, ich habe vergessen, den Strom mitzunehmen. Ich sollte da oben das dann absichern. Also hier einmal rüberziehen. So, nochmal den großen noch drin, den ersten. Und dann immer so Max-Reichweite. Zack. Die müssten dann eigentlich auch gesichert werden. Wo brauchen die Illyrium Minen überhaupt Strom? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Bin irgendwie davon ausgegangen. So, und das muss weiter hoch. Das war der letzte Bau. Noch ein. Irgendwo werden Dinge zerstört und kein Turm schießt. Ist wieder im Osten, ne? Was? Ach nee, da unten. Ja, okay, das kann ich jetzt nicht so wirklich verändern. Mach mal da so. Da so. Mach ich mal weiter nach da. So, und dann den auch weiter nach da. So. Dann bau. Bitte, ja, Mauern. Was mauere ich jetzt ein? Alles? Ich glaube, ich mache einfach mal hier eine Mauer. Die wir hier was zum Fressen haben. Ich mauere hier mal so lang. Laser-Turrets sind fertig. Oh, es gibt. Ah, es gibt stärkere Laser-Turrets. Und stärkere Laser-Turrets und einen Fusionsreaktor. Okay. Das ist recht viel Mauer, was ich machen müsste. Ups. Wobei es geht. Okay, mach ich das aber jetzt hier hoch. Den Rest kann ich später noch nachholen. Was da noch an Mauerstücken fehlt. Aber es sollte den Gegner schon mal aufhalten und beschäftigen. Dann kriege ich diese Weep-Weep-Meldung, dass wir angegriffen werden. Und dann kann ich immer noch retten kommen. Super, 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 super. Du. So, das Ding ist noch da. Das ist. Dauert viel zu lange. Ist da irgendein Trick? Sieht fast nicht danach aus. Auch recht schnell. Bin ich ja nicht ganz drauf, vielleicht? Da sehe ich nur das. Oh, da ist der Extractor. Nö. Ja, okay. Dann brenne ich jetzt mal 5 Minuten lang hier den einen Extraktor weg. Ich sollte vielleicht den Raketenwerfer holen und damit rumtesten. Weil es könnte mit den Schadensarten zu tun haben. Also, dass das jetzt gegen Flammen einigermaßen resistent sind, dafür bin ich gegen Explosionsschaden oder irgendwas in der Richtung. So, dennoch ziemlich albern. Ich glaube, die Tanks reichen gar nicht dafür. Ebenfalls doof ist, dass ich das meiste, was ich so vorhabe in nächster Zeit, am Ende der letzten Folge angesprochen habe, also jetzt nicht so viel zum Reden habe. Deswegen denke ich, mache ich jetzt einfach einen Zeitraffer und wir sehen uns gleich wieder, wenn das Ding weg ist. Also bis denne.
Endspurt, nur noch 1000 HP und nur noch 3 Stacks Fuel. Also es geht auf, aber es war eindeutig viel zu knapp und viel zu lange. Viel, viel zu lange. Nächstes Mal wirklich Raketen vertesten und ähnliche Dinge. Ich hätte sogar einen dabei gehabt, aber halt keine Muni. Splush. Mann. Oh, warte, ich kann... Nee, ich kann das nicht mit einem Meere abdecken. Brizzoli. Aber ich kann die so machen, dass sie nicht ganz so nah an den Mauern dran sind. Da. Und auf der gleichen Höhe. So, ihr produziert jetzt 40 Illyrium. Und du 130, also 170 Illyrium insgesamt werden produziert. Das heißt, es kommt nicht sehr viel bei raus. Gut zu wissen. Leg das da drauf. Und es dauert anscheinend auch ewig, bis da mal was rumkommt. Und macht tierische Pollution. So, jetzt muss das irgendwie nach Hause. Dafür hätte ich ganz gerne die langen unterirdischen Dinger. Einfach mal gucken, wie weit ich damit komme. Nicht sehr weit. Ne. Also damit bis ganz nach Hause zu kommen, ist fragwürdig. Wie mache ich das denn? Also erstmal verteile ich hier die Türme, die ich mitgebracht habe. Das sind zwar nur 3 Stück, aber ne? Ist schon mal ein Anfang. Die kriegen 3 Stacks Money. So, dann baue ich mir... Sniper Money habe ich nicht dabei, ne? Ne. Dann baue ich mir noch einen davon. Den pappe ich denn hier hin. Und dann kommt das erstmal alles in eine Kiste. Eine gesicherte, halbwegs zumindest, Kiste. Turm. Turm. Money, money, money. Wo ist das Zeug? Ich habe eine Lirim jetzt dabei. Hä? Warum macht ihr nichts? Expected Resource ist ein Kristall. Das muss doch ein Gegenstand sein, ne? Das mal ohne Ärmchen. Das wurde auf den Boden gelegt. Ich weiß nicht, warum. Wie kriege ich jetzt Dirty Lyrium das? Wahrscheinlich erstmal einen Grinder reinstecken, das Ganze. Hm? Du britzelst... Also. Das hat geklappt. Warum machst du jetzt... Ah, die Richtung ist wichtig. Da ist ein Pfeil dran. Okay. Das heißt, ihr schmeißt jetzt fleißig immer weiter Illyrium da rein. Gut, 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 gut. Warum ist es beschädigt? War ich das mit dem Flammenwerfer? Wahrscheinlich. Okay, nächster Schritt. Sniper-Türme und Sniper-Turm-Munition holen. Um das hier nochmal abzusichern. Und dann in der Basis die Verarbeitungsanlage aufzubauen. Wofür ich da allerdings auch wieder Grinder brauche. Für so viele Dinge. Warum sehen die Solar Panels hier komisch aus, wollte ich gerade sagen, aber das ist wohl nur ein Grafikglitch gewesen. Strom verbrauchen die Illyrium-Dinger. Ist okay, wie viel sie verbrauchen. Ich sehe jetzt auch wieder Munition hier auf dem Fließband rum. Eiern, das ist sehr schön. Roboter haben recht viele nicht zu tun. Woran hapert es denn an den grünen Chips und du brauchst Kupferdraht und es wird kein Draht angeliefert, weil du kein Kupfer bekommst. Du könntest trotzdem aber auch mal Kupferdraht von gegenüber anfordern, oder? Ja, mach mal. Draht? Immer wieder blind, oder? Ich sehe kein Kupferdraht.
da. Beim Logistikkram. Okay. Du forderst genauso mal Draht an. Nee, du. Shift rechts. Shift links. Trotzdem müsste da mal wieder Kupfer angeliefert werden. Das heißt, ich muss unten die Kiste anders einstellen. Also das läuft. Du machst das alles hier. Wir haben hier ganz viele Lichter. Davon könnte ich mal ein Stack mitnehmen. So. Rohre sind auch da. Also ich könnte anfangen, theoretisch nach und nach hier auch ein bisschen mehr zu automatisieren. Dann Sniper-Muni. Forschung auch, ja. Forschung, forsche bitte die besseren Türme. Die brauchen nicht die Vorstufe. Range 22, die hier haben eine Range von 15. Okay, ich brauche also mindestens die zweiten Türme, sonst bringt das alles gar nichts. Was für eine Range hatten die Sniper-Türme? Ich benutze die 7,6er zum Snipern? Nee, ne? Nee, 12,7er. Die haben eine Reichweite von 30. Das heißt, ich bräuchte die hier mit 3 Illyrium Crystals. Okay. Brutzel, Brutzel. Ja, das ist laut. Ich weiß. Ich muss hier hin und ich brauche Eisen und Kupfer. Nom, 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 nom. So. Dann baust du bitte 5 Sniper-Türme. Dann hole ich mir gleich 5-mal Sniper-Muni. Und hier mache ich jetzt mal schnell das Ärmchen hin, auch wenn das bedeutet, dass eventuell nicht mehr genug Kupfer hier durchkommt. Aber wenigstens haben wir so immer genug im System. Und dadurch, dass ich das jetzt auf 2 Stacks beschränkt habe, sollte das hier auch weiter klappen. So, Stahl habe ich noch genug. Das Pulver sammelt sich hier, also nehme ich jetzt mal einen von den Grindern weg. Und nutze den Grinder für das Dingensbummens. Ja, das ist sehr präzise, ich weiß. Du, du, du. Kiste. Kiste, Kiste. Vorder bitte an. MG, Sniper-Uni. Da. Und rechts, Shift links, Shift links. Und irgendwo da. Da. Hier baue ich jetzt den Grinder auf für das Illyrium. Deswegen auch die ganzen Sniper-Türme. Du da, du da. Das Ganze kommt aus einer Kiste. So. Geht auch wieder in eine Kiste. Was? Achso. Ja, 4 Illyrium, 4 Illyrium Dust. Das Illyrium Dust müsste ich jetzt in eine... War vielleicht nicht die beste Idee, das hier aufzubauen. Mach bitte ein Print davon. Yep. Reiß das hier bitte ab. Ich muss irgendwo anders aufbauen, weil ich brauche auch gleich eine Chemical Plant daneben. Die ich jetzt auch schon mal bauen sollte, um dann die Illyrium Flüssigkeit weiter zu verarbeiten. Das war irgendwo hier. Genau. Und die Flüssigkeit brauchte ich dann für lila Tränke. War es, glaube ich. Hier ist auch schön, hier ist schön viel Platz und das auch nicht für später irgendwie verplant, wenn ich es richtig sehe. Das heißt, mach bitte den Blueprint hier hin. So. Hallo. Er wollte gezielt da reinlaufen, um da dann fuselig Ärger zu machen. Das ist doch... Hinterhältig ist das doch. So, Splat, du bist kaputt. Hier einmal bitte das. Und hier ist ein Grinder. Den mache ich mal hier. Dann da die Kiste zum Reinlegen. Da die Kiste zum Chemical. Du machst bitte clean. Dafür brauchst du Schwefelsäure. Nee. Das bitte wieder abbauen. Es muss nämlich drüben zu der Flüssiganlage und zu den Ölsachen. Damit werden die Schwefelsäure rankommen.
Und wir haben kaum noch grüne Tränke. Okay. Muss ich also gleich ein bisschen erholen, die Forschungsanlage. Da. Und hier ist die Schwefelsäure. Das heißt, hier kommen die Sniper-Türme hin. Dahin. Und dahin. So, damit es auch wirklich sicher ist. Also jetzt Grinder. Einfach da irgendwo.